waren heute in der Bar Italia für euch, auch wenn wir... Hä? Waren wir gar nicht? Du bist echt hohe. Wer an der Uni Hamburg studiert hat, der hat sicher schon mal in der Ponybahn Bier getrunken. Aber was viele nicht wissen, ist, was im Hinterzimmer passiert. Da hat Phil Steen seit vielen Jahren eine Jazzreihe namens Watch What Happens. Aber dafür sind wir ja da und wir checken die heute aus und nehmen euch mit. Und da die Hamburger Jazzfamilie sehr klein ist, werdet ihr einige bekannte Gesichter wiedersehen. Lass uns mal reingehen, oder? Ja. Genau, die Ponybar ist gegründet worden oder eröffnet worden am, ich weiß es noch ziemlich genau, 12. Juni 2004. Und das erste Jazzkonzert, was hier stattgefunden hat, war ein Samstag. Und gleich am Mittwoch drauf war das erste Jazzkonzert hier. Und das läuft jetzt seit 15 Jahren so durch. Und jeden Mittwoch ohne Pausen. Ich habe einen Gig gespielt, ich weiß gar nicht mehr genau wo. Ich glaube, es war im Birdland. Und es kam jemand vom damaligen Ponybar-Team auf mich zu und meinte, hier wird bald eine neue Bar aufgemacht. Und mit einem gewissen Kultur-Background. Das heißt, die Ponybar mietet von der Uni Hamburg, ich glaube, bis zum heutigen Tag. Und die Auflage war aber, dass hier regelmäßig Kultur stattfindet. And I'm feeling good. Das Gefühl, dass die jungen Leute heute durch die ganze Entwicklung mit Streaming und so vielleicht einen Tick offener geworden sind und nicht mehr so denken, Jazz ist jetzt das für die Alten und andere Sachen sind jetzt für uns, sondern dass die Leute im Vergleich von vor 15 Jahren minimal offener geworden sind. Also noch nicht so offen, wie es sein könnte, aber es ist alles ein bisschen, die Knowledge hat ein bisschen zugenommen insgesamt, würde ich sagen. Es läuft einfach gut. Also die Bar läuft gut, das ist die Grundlage. Hier ist freier Eintritt und aufgrund der Campusnähe kommen viele junge Leute hierher. Aber auch unterschiedliche Leute, also junge Leute, aber auch Professoren, Studenten, aber auch ganz normale Leute, Arbeitnehmer hier aus dem Viertel oder aus allen möglichen Schichten. Und das ist, finde ich, ganz interessant hier, dass man wirklich vom Arbeitslosen bis zum Professor, vom Studenten bis zum ganz normalen Arbeitnehmer hier ganz viele Leute sieht und das macht das interessant. Und der freie Eintritt sorgt auch dafür, dass es regelmäßig sehr voll ist. Also eigentlich ist von, sage ich mal, 50 bis 52 Veranstaltungen im Jahr, ist es meistens gut gefüllt. Thank you.
Und dann habe ich irgendwann gesagt, na gut, ich versuche möglichst unterschiedliche Leute hier spielen zu lassen, aber ich mache das selber, weil nur zu Hause zu sitzen und ein Booker zu sein, das bin ich nicht. Ich bin Musiker und ich möchte spielen und es gibt hier viel Abwechslung, obwohl es quasi jetzt ein Pool von Leuten ist, die wirklich regelmäßig spielen. Und natürlich, wenn wir die Möglichkeit haben, jemanden reinzubringen, der mal in Hamburg ist, dann machen wir das auch. Also über meinen alten Freund Lutz Büchner, hervorragender Saxophonist, der in der Big Band, der leider gestorben ist vor 3 Jahren, habe ich eine ganz gute Connection gehabt. Der hat dann öfter mal Gastsolisten und auch Gastschlagzeuger von der NDR Big Band gefragt, ob sie hier spielen würden. Und es hat eigentlich immer wunderbar geklappt. Und dann haben wir wirklich mit hervorragenden Leuten gespielt. Das war dann erst einen Tag vorher klar. Und das waren wirklich auch tolle Abende. Wird komplett von der Bar bezahlt. Also die sehen einen Mehrwert in uns, dass sie hier ihre Kultur abliefern. Wie gesagt, die haben den Mietvertrag, glaube ich, immer noch, nicht sicher, aber mit der Uni Hamburg. Und deswegen bezahlen sie uns. Also keine Förderung, keine Sponsoren, die Bar bezahlt uns regelmäßig und gleichmäßig jede Woche. Es gibt keine Förderung und für die ist das cool und für uns ist es so auch cool, dass man hier keine Milliarden verdient, ist klar, aber hier kann man viel ausprobieren. Spontan oder schnell. Ich wurde gefragt, glaube ich, am Telefon. Die Flyer müssen raus, es muss auf die Seite. Wie sollen wir das Ganze nennen? Und ich hatte gerade zu der Zeit, glaube ich, dieses Stück Watch What Happens, das ist ein Jazz-Standard, gehört, gerade zufällig, irgendwie 5 Minuten vorher. Und da habe ich gedacht, warum es eigentlich nicht nennen Watch What Happens? Mal gucken, was passiert. War auch damals ein bisschen so. Wir wussten nicht, was die Ponybar wird, dass sie jetzt 15 Jahre so erfolgreich hier ist, wussten wir nicht, auch als Bar, meine ich jetzt. Und ich war hier noch, da war das eine Baustelle, 2 Wochen vorher hatte ich mich getroffen mit Leuten und da wurde ich am Telefon gefragt und dann habe ich einfach gesagt, nenn's doch erstmal Watch What Happens. Und das wurde jetzt nie geändert einfach und jetzt heißt es immer noch Watch What Happens. Thank you.
Ja, wir spielen öfter hier im Trio mit Felix und Phil. Und ja, der erste Anruf, glaube ich, kam von Felix tatsächlich. Der hat mich ja reingebracht. Ja. Jetzt spielen wir so ungefähr einmal im Monat im Trio. Ja, man kann machen, was man will. Also man spielt, worauf man Bock hat. Und die Leute hören zu oder auch nicht. Ja. Also ich fand es richtig cool, als die Fenster offen waren und so der ganze Wind hineinblies. Ein Gefühl von Freiheit, wie beim Reiten. Das Publikum ist ja immer unterschiedlich, aber also ich finde die Bühne sehr cool, vor allem diese Beleuchtung mit dem Teppich im Hintergrund. Oder was ist das, ein Teppich? Ja, ich glaube schon. Ja. Tapete. Hast du? Sehr gut. Wie ihr ja auch gesehen habt, wird hier auch Gas gegeben. Also hier werden keine kommerziellen Kompromisse gemacht. Hier wird richtig Jazz-Konzert gegeben und es hängt von den Spielern ab, was es ist. Muss man sich einfach anhören, man riskiert ja nichts, wenn man mal herkommt. Kostet ja nichts. Ne? Genau, ist nichts wert. Also persönlich würde ich der Ponybar Danke sagen, dass sie mich in 15 Jahren nicht gefeuert hat. Weil es passiert ja immer mal, dass Jazzreihen abgesagt werden oder nicht weitergehen aus irgendwelchen Gründen. Und es war ein sehr verlässlicher Partner. Und es gibt manchmal Nachbarschaftsstreitigkeiten, Lärm, Belästigung oder was auch immer. Das kennen wir ja alle im Jazz. Es muss sich nur ein Nachbar beschweren und schon ist die Reihe tot. Das war hier zum Glück nicht so. Und da hat die Ponybar immer den Rücken für uns sehr gut freigehalten. In der Ponybar für euch und wir haben gesehen Watch What Happens von Phil Steen. Oh nein, das ist gar nicht da. Wir schneiden. Wieso weißt du das? Ich nicht. Und tust dann und sagt, du musst es nicht machen. Das war toll. Also der Abend war mal wieder richtig besonders. Wir haben mal wieder festgestellt, dass jeder Club einfach total unvergleichbar ist und die Reihe von Phil Steen ist etwas sehr Besonderes. Es gibt sie schon über 10 Jahre. Wir freuen uns, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt und bis zum Ende dabei wart. Und ja, wir genießen jetzt den Rest vom Konzert. Genau. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, in welchen Club wir jetzt nächstes gehen sollen. Gehen wir wieder rein? Gehen wir rein. Wir nehmen das jetzt einfach. Ja.